85.000 Fans von Hardrock und Metal feiern ab heute bis Sonntag in Wacken. Ein kleiner Ort, der zum Mekka der Szene geworden ist, mit weltweiter Bedeutung. Und das seit 34 Jahren. Heute geht's offiziell los mit Headbanging und lauten Bässen auf dem platten Land. Lisa Knittel berichtet für uns von vor Ort. Wie lief denn die Holy Ground-Erstürmung? Also erstmal das Allerwichtigste, sie verlief pünktlich um 3:30. Anders als im letzten Jahr, wo wir hier, ich glaube, 4 Stunden gewartet haben und sich das Ganze immer wieder nach hinten verzögert hat, weil die Fläche ja ein Schlammfeld war und noch nicht bereit für so viele Metalheads. Dieses Jahr ging es um 15.30 Uhr mit Pyrotechnik hinter mir los. Und dann öffneten sich dort vorne, wo man die weißen Zeltspitzen sieht, die Tore. Und die ersten Reihen rannten über das 10 Fußballfelder große Infield, den Holy Ground, bis vor die Bühnen. Alles, was danach kam, war allerdings relativ gemächlich unterwegs. Ist ja relativ heiß hier, kaum Schatten auf dem Infield, kaum Möglichkeit, sich unterzustellen. Die trotteten gemächlich und glaube, man sieht ganz gut, die trudeln auch immer noch hier nach und nach ein. Und was wir vermisst haben in diesem Jahr, ist, dass Thomas Jensen, einer der Wacken-Gründer, die Worte spricht, open the gates, das gab es in diesem Jahr nicht. Er hat die Wacken-Fans dann erst begrüßt, als sie schon vorne vor der Bühne waren, wo jetzt in diesen Momenten auch die erste Band startet. Es ist nicht zu überhören. Worauf freuen sich denn die Metalheads am meisten, Lisa? Also ich vermute, dass das der erste Act ist, der auch geplant ist. Für Bülent Ceylan mit seiner Band steht jetzt auf der Faster Bühne. Und dann freuen wir uns hier heute Abend noch auf In Extremo. Das ist deutscher Mittelalter-Metal. Flogging Molly spielen zum ersten Mal. Ein bisschen Punk, Rock, die sind zum allerersten Mal dabei. Und es gibt Gerüchte unter den Fans, ob AC/DC nicht kommen könnte. Die sind nämlich gerade in Deutschland. Das würde passen als Überraschungseck. Sind aber reine Spekulationen. Das wäre aber eine große Überraschung. Danke für die Infos, Lisa Knittel.